señoras y señores, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Wir fahren jetzt gleich auf die Kirmes. Und was brauche ich für die Kirmes? Jetzt mache ich ein kleines Supplement-Tutorial. Hier haben wir wunderbares Impact Whey. Vielen Dank nochmal an meinen großzügigen Sponsor, der mir das geschenkt hat. Davon tun wir jetzt ein Scoop, zwei Scoop in diese Shaker. Den machen wir dann mit Milch oder vielleicht auch mit Wasser voll, aber ich bevorzuge heute mal Milch. Weil Milch ist einfach leckerer. Schütteln. Ich weiß nicht warum, aber ich schüttle gut. Davon tun wir dann 500 ml in diesen Shaker. Ja, oui. Und dann warten wir eifrig auf den David. Oh, man sieht gar nicht mein Gesicht. Hallo. Ja, oui. So wollt ihr mal ein cutes picture of me sehen. How I was like a little bodybuilder, you know. Very cute, yeah, this is my dad, this is me, and me. Oh, look at this. Yeah, so. Da müssen wir den Shaker natürlich noch irgendwie verschließen. So, hier so zu. Dann schütteln. Und sowas lernt man natürlich mit dem Barkeeper. Damit wir den auch schön fresh geshakt haben. So, wenn man das jetzt natürlich wie diesen 0815 Chatverläufe machen würde, die man so heutzutage hat, würde man fragen, was machst du? Wie geht's dir? Oder was dann, ne? Aber ich muss echt sagen, diese Lampe ist gut hell. Also würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Und ich gewöhne mich auch immer nicht so dran. Ich will mich immer selbst angucken, weil hier ist der Bildschirm. Also, mein Finger kommt da. Also hier ist ungefähr mein Bildschirm. Und da guck ich halt die ganze Zeit hin, so, you know. Hm. Oh, David! Nur David. Und deswegen guck ich nicht so sehr in die Linse, wie es sein sollte. Hier. Oh, mein Handy. Let's look. Kann man sehen? Kann man sehen, was er geschrieben hat? Nur der steht krumm. Win denn? So, und jetzt weiter in meinem Tutorial. Right. Wir müssen diese Tüte ja noch verschließen, weil mein Protein, also ich muss an dieser Stelle echt sagen, alle Leute, die es haten, ihr habt keine Ahnung, weil ich bin ganz ehrlich der Meinung, also ich nehme es schon seit Jahren, ich schwöre auch darauf, weil preis-leistungstechnisch top, Geschmäcker stimmen auch. Oh, David! So, Preis-Leistung ist einfach top. Geschmäcker ebenso top. Und ich habe halt keinen Bock, so für ein Kilo 95.000 Euro auszugeben. Und im Endeffekt hat es den gleichen Sinn, sage ich mal, wie ein anderes Whey, sage ich mal, oder wie das von MyProtein. Und ja, ich bin ein loyal man, you know. Loyalty und so. Deswegen nehme ich mal mein Jacket mit, weil könnte ja kalt sein. Hm. So, I got my keys, mon clé, le clé, mon portable, mon porte-monnaie. Allez, go. Oh, donc. Ja, schon wieder bimmel ich, komm ja schon mal los. Da, David, hallo. Hallo, schön warm. Holla, fahr nicht so schnell, Alter! Hallo, David! David, sag mal hallo! Holla, halt den Mund! Also, wir haben hier einen Live-DJ, live on Tour. David, Mania, Big Scooty Mooty. Das Lied ist so krass, Alter, so ein geiler Remix von dem Lied. Hey. Ich schwöre. Entschuldigung! Also ich habe gerade schon ein kleines Produktreview zu MyProtein gemacht. Ja. Oui.
wie ich so meinen Shake shake. Und ich glaube, das ist echt gut angekommen. So, hast eine positive Resonanz bekommen. Authentical, ja. Ja. Entferne mal bitte den Müll aus dem Müllraum, Fußraum. Aber, oh, da ist noch eins drin. Ja, ich hab jetzt nicht essen. Also, Freunde. Gib mir die Hälfte ab. Cheat! Ja. Warte, der Remix! Warte. Stopp! Nach, nein, halt die Schnauze, ist mir egal. Warte. Kommt das geil oder was? Norm, Digga. Das ist zwar nicht 4K. Also, ich weiß nicht, ob ihr alle diese Proteinriegel? Ja, Proteinriegel von Knoppers kennt. Also, die kriegt ihr sogar bei Aldi zu kaufen. Die sind auch recht preisgünstig. Preisgünstig. Neologismus, Deutsch LK. Hm. Gib mir mal ein Stück. Von den Proteins. Voll geil, ja. Hm. So machen das echte Freunde. Die lassen sogar noch ein Stück übrig, obwohl du die Hälfte abgebissen hast. Hm. Turn right, bitte. Nicht nach rechts, sondern rechts. Ich darf nur rechts. Sein, wir sind ein Fahrrad, dann dürfen wir frei fahren. Wir sind in einem freien Land, wir dürfen fahren, wohin wir wollen. Bitte, bitte sag das mal der Polizei, was wir halten müssen. Hallo! Geradeaus? Ja, Mann! Also hier lang. Ja, Mann! Muss mal da Fuck gehen. Ah, ich weiß nicht. Ende der Straße dann links, ne? Ja, Mann! Marshall, hast du dich auch nochmal geduscht? Nein, Bruder, ich bin lieber dreckig. Ich glaube, wir müssen One Light anlassen. Weil sonst sieht man uns nicht. Boah, das ist besser! Okay. Wolle, gib mal den Icarolan. Wolle, wir haben grün. Fahr! Ich darf jetzt erstmal, bis ich Ölwechsel gemacht habe, nicht rumheizen. Miese. Egal, mein Bus darf auch nicht rumheizen. Denn er muss mit dem Sprit geizen. Gut, dass alle Busse mit Erdgas fahren. Die fahren bei mir mit Turbodiesel. Hier beim Einparken. Das machst du super, David. Das Blend, die draußen heißt, ist der Müll. Kenn ich nicht, wer war der? Die Ballerballer-Szene. Boah, Bruder, da habe ich heute den Neffen von der Ripper abgezogen. Warum hast du denn sowas? Weil ich dem was klauen wollte. Ich wollte Süßigkeiten haben. Ja? Ja. Was? Mein Verlecker. Ist das Ihr Geständnis? Ja. Tut mir leid, der Andro, dass ich den Süßigkeiten geklaut habe.
Maschallah. So, da geben wir einmal die Hand. Vielen Dank. Ultimative, der jetzt auf YouTube verfügbare, in allen Kinos in Deutschland. Marvin Gräben, was geht? Also, das war's wieder mit 2 Dutzend Kürbis. Tschüss.